Nächster Redner, Markus Pretzell. Herr Präsident, meine Kollegen! Wir reden über Überwachungstechnik, und da ist Dual Use in vielen Fällen ziemlich beschönigend. Denn sehr häufig ist ziemlich klar, worum es eigentlich geht, und da geht es nur um eine einzige Verwendungsoption. Jeden Donnerstag, wenn wir uns hier in Straßburg treffen, befasst sich dieses Parlament mit Menschenrechtsverstößen überall auf der Welt. Und in den allermeisten Fällen werden wir feststellen, dass dort Überwachungstechnologie verwendet wurde, die nicht selten auch aus der Europäischen Union stammt. Wir brauchen in diesen Fällen, wo es um Bürgerrechte und um Menschenrechte geht, eine Ex-ante-Betrachtung. Wir brauchen eine Positivliste, und zwar eine Positivliste sowohl für Länder wie auch für Produkte. Und Herr Lange, Sie haben sehr berechtigte Fragen gestellt. Sie haben zu Recht beklagt, dass auch Bürger der Europäischen Union Opfer von Geheimdiensten von Drittstaaten werden. Aber Herr Lange, was erwarten Sie von einer Europäischen Union, die nicht nur Güter exportiert, sondern die die Daten ihrer Bürger, ihrer eigenen Bürger in Form von Fluggastdaten, in Form von Bankdaten frei aus an Drittstaaten liefert? Danke sehr.